Herzlich willkommen bei ADH Fishing TV. In diesem Video binden wir eine Köcherfliegennymphe. Gerade in den Sommermonaten brauchen wir neben Eintagsfliegennymphen eine kleine Auswahl von Nymphen, die auch sogenannte Setches imitieren. Insbesondere dann, wenn wir es mit einem Gewässer zu tun haben, das hauptsächlich steinigen Grund hat und nicht nur sehr, sehr feines Sediment, dann ist die Köcherfliege eines der wichtigen Nahrungsmittel für Forellen, Eschen, aber auch für Barben. Für alle, die mit dem Binden anfangen oder für alle, die es sehr, sehr gerne einfach mögen, haben wir eine Nymphe, die aus gerade mal zwei Materialien besteht. Wenn man möchte, kann man diese Nymphe zu Hause in Windeseile binden, das heißt seine Box schnell wieder auffüllen, denn jeder, der mit der Nymphe fischt, weiß, dass die Verluste da durchaus schon mal etwas größer sein können. Bei diesem Muster, das wirklich auch für Anfänger sehr, sehr gut geeignet ist, um erste Bindeschritte zu üben, brauchen wir im Grunde zwei Materialien. Das ist zum einen von H2O das sogenannte Nymph Dub Flash Brush. Das ist im Grunde ein synthetisches Dubbing, was einen Kern hat, um den es herum gesponnen ist und das dann letzten Endes nur eingebunden und um den Hakenschenkel gewunden wird. Das zweite, was wir brauchen, ist ein Material, mit dem wir den Thorax abbilden. Und da habe ich mich für ein sehr, sehr grobes, natürliches Dubbing entschieden. Beispielsweise von Wapsi, aber auch Zwist CDC hat ein sehr, sehr schönes, grobes Dubbing im Angebot, was man nutzen kann, um einen Kontrast zum Körper herzustellen. Also wenn ihr euch Farbkombinationen erstellt, dann schaut immer, dass ihr einen guten Kontrast zwischen Körperfarbe und Thoraxfarbe habt. Ich habe mich jetzt in diesem Beispiel dafür entschieden, so ein Grün zu nutzen. Also Grün generell eine sehr, sehr gute Farbe, wenn es um die Imitation von Köcherfliegen geht. Wir können aber auch in dieses Bräunliche hineingehen. Auch da nehmen wir dann wieder für den Thorax ein Material, was einen Kontrast herstellt. Dieses Nymph Dub Flash Brush von H2O hat tatsächlich einen hohen synthetischen Anteil. Also wir haben es hier mit der Mischung von Materialien zu tun. Und wir haben ein paar UV-Fasern in diesem Brush mitverarbeitet. Das erkennt man ganz gut. Bei den einzelnen Farben sehen wir, dass überall so ein bläulicher Schimmer mit drin ist. Und genau dieses Bläuliche in dem Brush ist dann eben das UV-aktive Material. Ich nehme jetzt hier so ein schönes Grün. Hänge meine Fliege mal aus, die ich hier schon vorbereitet habe. Als Haken würde ich sagen, bei Köcherfliegennymphen in allermeisten Fällen einen gebogenen Haken. Warum? Das hat zum einen etwas mit der Form der Köcherfliege zu tun. Also sie windet sich ja auch sehr häufig. Und deswegen haben wir da so einen Schrimphaken mit einer gebogenen Form, der ganz gut zu unserem natürlichen Vorbild passt. Bei den Größen würde ich sagen, kommt es ein bisschen auf das Hakenmodell an. Ich habe mich jetzt hier für einen Haken der Größe 12 entschieden von Gamakatsu, das Modell C12FBL, also Barbless. Es gibt aber natürlich auch von den anderen namhaften Herstellern entsprechende Modelle, die so eine gebogene Hakenform haben. Als Perle habe ich mich für eine Tungstenperle entschieden, weil sie einfach aufgrund der größeren Materialdichte schwerer ist als Messing bei gleichem Durchmesser und ich dadurch natürlich schneller nach unten komme, dort wo ich vermute, dass die Fische ihre Nahrung gerade zu sich nehmen. Okay, bei den Größen der Perle passend natürlich zur Hakengröße das Ganze wählen. Ich habe jetzt hier eine Perle mit einem Durchmesser von 3,8 mm, weil ich einen recht großen Haken habe. Wenn ich dann kleiner gehe beim Haken, gehe ich mit der Perle runter auf 3,3 oder je nach Hersteller 3,0 mm. Und jetzt, das werdet ihr sehen, ist es tatsächlich sehr, sehr einfach, diese Nymphe zu binden. Ich nehme mir in der Farbe, die ich mir ausgesucht habe, so einen Strang von diesem Duff Brush. Das ist auch reichlich in der Verpackung, das heißt, ihr könnt viele Nymphen damit binden. Legt das Material hinter die Perle, winde es fest und gehe dann mit dem Bindefaden und dem Material unter Spannung weit nach hinten in den Hakenbogen rein, dass ich tatsächlich die Form des Hakens auch für die Form des Körpers nutze. Also ich höre nicht so früh auf bei der Bildung des Körpers wie beispielsweise bei der Imitation einer Eintagsfliegennymphe, sondern ich nutze wirklich den großen Bogen aus. Der große Bogen hat natürlich noch einen zweiten Vorteil. Er imitiert nicht nur die tatsächliche Form
unserer Nahrungsquelle für den Fisch, sondern der große Hakenbogen hat auch den Vorteil durch den großen Abstand zwischen Spitze und Perle, dass ich hier einen sehr, sehr guten Hookup habe. Also ich habe hier einen sehr, sehr guten Raum, in dem der Haken ins Maul greifen kann. Okay, unter ein bisschen Spannung, nicht zu feste ziehen, ansonsten reißt das Material uns, winde ich den Dubbrush nach vorne und lege die Windung schön nah nebeneinander. Und dann sieht man, dass beim Winden sich diese Fasern aufstellen. Ich erkenne auch nochmal schön diese UV-aktiven bläulichen Fasern. Und dann fange ich das Ganze relativ dicht hinter der Perle ab, lasse aber noch ein bisschen Platz, weil da ja noch unser Thorax hinkommt. Und schneide dann das Ganze ab. Und ihr seht, dass man mit einem Strang locker 2 bis 3 Nymphen binden kann. Das heißt, mit so einer Packung kann ich schon eine große Lücke in der Nymphendose wieder füllen. Ich hatte gesagt, beim Thoraxmaterial nehme ich eher ein natürliches Dubbing. Ansonsten wäre mir das Ganze ein bisschen zu glitzerig. Ich mag es gerne, wenn so ein kleines Highlight mit in der Nymphe drin ist, aber eben nicht zu viel. Das Ganze soll ja keine Disco-Kugel werden. Deswegen nehme ich hier ein wirklich reines Natur-Dubbing in einem dunklen Ton, um einen schönen Kontrast herzustellen und winde das Ganze dann, nachdem ich es gesponnen habe, auf den Faden einfach direkt hinter der Perle um den Hakenschenkel. Und hier sieht man schon so ein bisschen, wie es sich aufstellt, wie die steifen Grannen des Dubbings sich aufstellen. Und ich fülle hiermit diese Lücke aus, nehme noch ein bisschen mehr Material, damit das Ganze auch nachher wirklich so einen schönen Buggy-Look hat. Und dann sieht man, dass das Ganze wirklich sehr, sehr buschig und lang wird. Und es ist jetzt nicht mehr nötig, da irgendwie noch eine Hechel zu machen. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich nehme eine Dubbingbürste und brush das Ganze nach hinten aus. So, und wenn ich jetzt merke, okay, da kann immer noch ein bisschen Material, dann kann ich noch ein bisschen nachpacken. Aber das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ein ganz klein bisschen. So, nochmal nach hinten streichen, dann den Abschlussknoten machen. Fertig. Jetzt könnte ich den Faden abschneiden und wäre fertig und hätte tatsächlich mit nur 2 Materialien und eigentlich sehr, sehr wenigen Bindeschritten schön imitativen Look hergestellt. Ne? Wenn ich das Ganze noch nass mache, legt sich das grobe Dubbing so ein bisschen nach hinten um unseren Körper rum. Und da sieht man auch, dass es wirklich darauf ankommt, dass ihr ein grobes Dubbing nimmt mit langen Grannen. Also wie gesagt, Wapsi hat eine schöne Linie mit entsprechenden Materialien oder eben Swiss CDC. Nimmt nicht zu feines Dubbing, ansonsten werdet ihr diesen Look nicht hinbekommen. Ja, Farbkombination hatte ich auch schon gesagt. Grün ist der absolute Klassiker bei der Köcherfliegenimitation, geht aber hin bis zu braun. Und ihr könnt natürlich auch dunklere Muster binden, also mit Schwarz oder einem dunklen Oliv. Liegt ja auch nicht falsch. Nur dann eben auch schauen, dass ihr noch einen Thorax bildet, der immer noch einen Kontrast herstellt. Wenn ihr das Ganze jetzt noch ein bisschen aufpeppen wollt, wenn ihr noch einen Schritt hinzufügen wollt zu eurem Muster, dann würde ich empfehlen, noch so einen kleinen Hotspot im Kragen zu machen. Hierfür nehme ich einen fluoreszierenden Faden von Glowbright, beziehungsweise den Glowbright Fluorfarben. Gibt es unterschiedliche Farben. Auch hier kommt es jetzt wieder darauf an, was ihr für Farbkombinationen euch schon ausgesucht habt bei eurer Nymphe. Hier passt jetzt Orange sehr, sehr gut. Wenn ihr jetzt ein dunkleres Muster machen würdet, mit Schwarz beispielsweise, passt Pink sehr gut oder Lila. Grün ist auch eine sehr, sehr schöne Kombination, wenn ihr den Körper heller gemacht habt. Also da immer so ein bisschen das Ganze anpassen. Und ihr seht, ich habe den Faden jetzt einfach nur hinter der Perle festgebunden und winde ihn auf der Stelle als Kragen um den Hakenschenkel, fange ihn dann ab mit dem Bindefaden,
ziehe meinen Bindefaden in die Lücke, das heißt, das verschwindet auch komplett optisch. Ich habe dann tatsächlich diesen schönen orangenen Abschluss. Abschneiden, Abschlussknoten machen, in die Lücke auch reinziehen, das heißt, auch der Knoten verschwindet komplett. Und dann brauche ich auch nicht zu viele Knoten machen, denn das Ganze werde ich nochmal mit Sekundenkleber sichern. Ansonsten franzt dieser faserige Glow-Bright-Faden zu schnell aus nach ein paar Bissen. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier so ein bisschen Hetzement, mache mir das auf den Faden drauf. Ist nicht schlimm, wenn das ein bisschen mit auf die Perle geht. Kann das natürlich auch mit einer Nadel aufbringen. So. Und dann habe ich das Ganze gesichert. Wenn ich mir jetzt das Öhr zugeklebt haben sollte, nehme ich mir einfach eine Nadel, steche das wieder frei und dann bin ich fertig. Eine sehr, sehr haltbare, einfache Nymphe, die man tatsächlich in großer Zahl in unterschiedlichen Farbkombinationen in der Dose haben sollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbinden dieser einfachen Köcherfliegenimitation und natürlich Erfolg damit am Wasser.